World of Warcraft Classic Season of Mastery, Sulfuron Herold im Detail angeschaut. Was kann er, was ist neu, was hat sich geändert und wie spielt man den am einfachsten momentan? Gucken wir uns erstmal die Änderungen an. Was ist neu im Vergleich zu damals? Also die wohl wichtigste Veränderung ist, damit der Sulfuron und die vier Adds, diese Flamewalker-Priester, sich nun einen Gesundheitspool teilen. Das bedeutet, wenn ich Damage auf den einen mache, dann verlieren alle gleich viel Leben. Ist ja logisch, was auch wiederum bedeutet, dass wenn sich einer von diesen Priestern heilt, heilt er nicht nur sich, sondern er heilt alle wieder hoch. Deswegen spielt man den ein bisschen anders, wie man den in Classic gespielt hat. Bei dem, ich glaube, das ist einer der Bosse, bei dem es sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt, ihn zu spielen. Da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Den kann man auf 1000 Varianten killen. Aber ich zeige euch jetzt da eine, die meiner Meinung nach einfach geht und die wir auch so praktizieren momentan mit unserer Gilde. Was sich noch geändert hat, ist Sulfuron, wenn der einen Priester inspiriert, dann kann der Priester, der inspiriert wurde, auch die anderen Priester inspirieren. Das heißt, man muss sie in einer gewissen Distanz zueinander platzieren. Ansonsten können die sich gegenseitig selber immer wieder inspirieren, sobald einer quasi in der Range steht von dem nächsten. Da muss man aufpassen, sonst war das immer nur so, dass er einen inspirieren konnte, aber die Priester sich nicht untereinander inspirieren konnten. So, das sind die Änderungen. Dann gehen wir mal ganz kurz die Fähigkeiten durch. Er macht einen Schattenwort Schmerz. Das kennt man von Priestern. Das ist ein Magie-Spell, der kann dispelled werden. Genauso wie Feuerbrand ist auch ein Dot. Dann gibt es den demoralisierenden Ruf. Genau das gleiche wie der demoralisierende Ruf vom Krieger. Der macht dann einfach den Nahkampf und die Distanzangriffskraft verringert. Der kann man nicht viel dran ändern. Den muss man einfach auslaufen lassen oder den muss man halt einfach akzeptieren. Den kann man nicht dispellen. Dann gibt es die Hand von Ragnaros. Das ist ein Betäubungseffekt, der auch nur ein bisschen Feuerschaden zufügt. Der aber nur die Nahkämpfer trifft, also im Normalfall trifft das auch nur den Tank. Also sollte eigentlich nur den Main Tank treffen, da steht ja sonst keiner, so wie wir den jetzt spielen. Und da gibt es noch den Flammenspeer. Das ist sowas wie einen Flammenball-Volley, der Spieler in der Umgebung trifft. Der macht auch ziemlich viel Damage, da sollte man vermeiden, dass man den irgendwie 4, 5 Mal abbekommt, dann ist man RIP. Also die ganze Gruppe, das trifft dann immer mehrere Spieler. Das ist so, ja, im Endeffekt halt ein Feuerball-Volley, der dann in die Gruppe böllert. Ja, soweit quasi die Fähigkeiten. Jetzt kommen wir hier mal zur Aufstellung, bevor der Kampf losgeht. Also so sieht das im Endeffekt dann aus. Die Tanks stellen sich schon mal auf die Positionen. Der Tank, der jetzt hier ganz links steht, das wird der Tank, der dann auch Sulfuron tankt. Hier ist es auch wichtig, dass man die Jäger ein bisschen mit einbezieht. Die können nämlich dann einfach die Adds zu den eingeteilten Tanks dazu schießen, was definitiv den Anfang sehr, sehr stark erleichtert. Also es gibt jetzt hier einen Tank, der oben steht mit einem Jäger und einen Tank, der unten steht mit dem Jäger und den Main Tank ganz links. Zu den beiden Tanks ganz oben und ganz unten wird jeweils von dem Jäger dann ein Add zugeschossen und die zwei übrigen Tanks schnappen sich dann quasi zwei Adds und tanken die ganz in die Ecke von dieser Höhle, so weit wie es geht, auseinander. Das sehen wir jetzt im nächsten Bild, wie dann die Endposition quasi aussieht. Daran wird auch so nichts mehr verändert. So bleiben quasi die Tanks und das Melee Camp stehen. Das Melee Camp bleibt an dem Mob ganz rechts unten in der Ecke stehen und kann da auch die ganze Zeit Damage drauf machen und die ganze Zeit den Heal unterbrechen. Der war jetzt da gar nicht mit aufgeführt, aber die Shadow, also die Flamewalker Priester, die können auch einen Heilzauber casten. Und das ist quasi die Schwierigkeit in diesem Kampf, da die sich alle einen
Gesundheitspool teilen. Bedeutet das, jeder, der sich hier heilt, heilt auch den Boss wieder hoch und die anderen Priester. Das ist die Position, in die wir uns begeben. Das Melee Camp bleibt komplett an dem rechts unten stehen und kickt diesen auch, beziehungsweise, also nur diesen einen jeden, ja, der wird gekickt. Alle anderen Heals werden durchgelassen, aber es ist primär nicht so wichtig, den jetzt in der Anfangsphase zu kicken, sondern einfach nur, die können einfach Damage auf den machen, damit er quasi, ja, anfängt sich zu heilen, aber es ist nicht so wichtig, jetzt hier in dieser Phase schon die Heilung zu unterbrechen, aber sie können es schon mal einüben, dass die Rotation dann sitzt. So, wenn die ganzen Bosse und die Ads platziert sind, und zwar genau so, wie sie hier auf diesem Bild sind, die dürfen sich nicht gegenseitig inspirieren. Also da muss die Range eingehalten werden, das geht ungefähr so 30 Meter weit. Das muss man ausprobieren, und wenn man sieht, hey, da ist einer inspiriert, dann muss man dann noch ein ganz kleines bisschen hin und her das modifizieren, dass das dann passt. Da müssen alle Tanks einfach ihr Gehirn benutzen und müssen sehen, okay, scheiße, Sulfuron bufft jetzt einen Krieger, einen Priester. Ich muss noch ein bisschen weiter nach links rücken, da müssen alle ihr Gehirn benutzen. Wie gesagt, ungefähr 30 Meter inspirieren die sich gegenseitig. Wenn das zwei, dreimal passiert, dann klatschen die einen Tank einfach um. Das macht wirklich viel Damage. Deswegen aufpassen, dass das nicht öfters passiert. Wenn die dann so platziert sind, dann wird angefangen, das Mana von den Ads runterzusaugen. Und dazu machen die Jäger auf jeweils ein Ziel einen Vipernbiss. Das muss man natürlich vorher einteilen, welcher Jäger auf welches Ad den Vipernbiss oben hält. Der geht nur einmal, der Vipernbiss. Deswegen ist es wichtig, dass das gleichzeitig funktioniert, dass jeder Hunter quasi seinen Vipernbiss auf einem anderen Target aktiviert. Dann haben wir noch Hexenmeister. Die saugen dann alle gleichzeitig nacheinander das Mana von den jeweiligen Ads weg. Also angefangen hier oben bei dem Ad, saugen die Hexenmeister das leer. Sobald das leer ist, jetzt wichtig, moven die Hexenmeister zum nächsten Ad. Aber der Jäger, der auf dem ersten Ad eingeteilt war, der bleibt unbedingt auf diesem Ad und hält unbedingt auf diesem Ad auch den Vipernstich oben. Ja? Die Ads müssen auch am Anfang nicht gekillt werden, sondern nicht gekickt werden, sondern man lässt die Heilung durchgehen. Also auf den Ads, die jetzt hier nicht vom Melee Camp quasi betroffen sind. Weil jeder Heal, den sie casten, verringert ja auch ihren Mana-Pool. Also es geht in diesen Phasen auch noch nicht darum, möglichst viel Damage auf die zu bekommen, sondern nur das Mana leer zu bekommen. Alles andere ist wirklich nicht wichtig. Das kommt erst am Ende. So, erstes Ad ist leer. Die Hexenmeister rotieren zum nächsten Ad und fangen an, das auch leer zu saugen. Aber ein Jäger, der erste Jäger, der eingeteilt war, bleibt weiterhin auf dem ersten Ad und hält den Vipern bis oben. Das darf kein Mana mehr dazu bekommen, das Ad. So, das Ganze passiert genauso beim zweiten Ad. Das wird leergesaugt von den Hexern und der Jäger bleibt auf dem Ad und hält auch sein wie beim bis oben. Das gleiche passiert dann auch noch beim dritten Ad. Und jetzt, wenn das dritte Ad quasi kein Mana mehr hat, dann switchen alle mit Full Damage auf das letzte Ad und saugen das auch leer. Und aber wie gesagt, wichtig ist, dass die eingeteilten Jäger nicht jetzt denken, boah, jetzt burst ich auch mit auf den Totenkopf. Nein, die bleiben auf ihren Ads und müssen einfach zusehen, damit der Vipernbiss oben ist. Und es ist sowieso egal, auf welches Ad sie den Damage machen. Sie haben sowieso einen Gesundheitspool. Deswegen heißt das, die brauchen dann nicht rumzuswitchen oder irgendwas zu machen. Einfach auf dem Ad bleiben, auf den sie eingeteilt sind, Vipernbiss auf das Ad machen und Full Burst auf das Ad draufgeben, sobald das dann angesagt wird. Beim letzten Ad kann man noch Mana leechen, ist aber nicht mehr so wichtig, wenn die Schurken ihren Job richtig machen und die Furies und das Ad quasi ständig kicken, wenn es sich heilen will. Dann ist es auch nicht so schlimm, wenn das Ad noch Mana hat, weil es kann mit dem Mana nichts anfangen, da ja fünf Schurken an dem Ad stehen und das jedes Mal kicken, wenn es sich heilt. Das ist die ganze Kunst. So spielt man den Boss. Sobald das Ad dann quasi getötet wurde, dann sind alle anderen Ads auch tot, inklusive Sulfuron. Also dieses ganze Geschwafel hier teilt sich quasi einen Gesundheitspool. Und ja, also das ist im Endeffekt die einfachste Möglichkeit. Klar, da hat man keine guten Logs als Jäger. Da macht man auch nicht viel Damage am Anfang. Aber so besiegt man den Boss auf jeden Fall auf eine ziemlich entspannte Art und Weise. Wenn euch das Video geholfen hat, den Boss zu besiegen, dann lasst gerne ein Like da.
Kommentiert, wenn ihr denkt, dass ihr irgendetwas nicht versteht oder irgendwas schlecht findet an dieser Taktik. Ansonsten gibt es jetzt noch das Kill-Video von mir und meiner Gilde und ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.